Und ganz kurz war's und wir machen weiter im Geschehen. So, wir sind endlich vorbei hier. Amicia, was? Was sind diese scheiß Was Windmühle? habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Das würde ich aber auch gerne mal wissen. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Oh nee. Hugo, Hugo, wo bist du? Nee, ja, lassen erstmal. Ich Hugo, beginne mal das hier ist nicht gucken. lustig. Ist man findet auch in meinem Das sind Mittel so. Beulen vom Biss. Man findet nämlich auch ein bisschen Sachen, wenn man ein bisschen abseits des Weges geht. Auch wichtig. Das hier. Notizen, Aufzeichnungen. Er war Alchemist. Boah, immer mehr. Das Tagebuch eines Denkers aus dem Orient. Moment. Oh, aus dem Orient und Freundes von Laurentius, der das Wüten der Pest in entfernten Ländern beschreibt. Das große Böse trat demnach zuerst in Zentralasien auf. Ja, man kennt's. Wo es ganze Bevölkerungsteile ausgelöscht und die Weiterentwicklung der Gesellschaft verhindert hat, bevor es Europa erreichte, um es mit demselben Schicksal zu schlagen. Naja, dann ist's, wie es ist. Wir gucken erstmal ein bisschen. Ja, Hugo, ui. wenn du nicht sofort herkommst, lasse ich dich allein zurück. Hier bin ich doch. Ich wollte nur ein bisschen spielen. Dafür haben wir keine Zeit. Keine Spielchen mehr. Verstanden? Tut mir leid. Kommen hier außen rum. Und das lassen Sie uns nicht. Oh. Ärgerlich. Sie sind hier. Und unsere. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Hast recht. Hab Vertrauen, Bruder. Müssen wir erstmal in diese Knatterhütte rein hier, oder? Der Pfirsich weg. Wir schießen erstmal hier rein. Gut. Das macht er einen ganz entspannten dort oben, die zwei Hühner hier. Drei Hühner. Aha, ich geh mal raus. Mal sehen, ob es noch was für uns gibt. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber, es ist gefährlich. Tja. Gehen wir auf der anderen Seite raus, oder? Dürfte uns ja immer noch nicht sehen. Verpisst er sich, oder? Kommt hier ein Zweiter? Achso. Okay. Was?
Oh Gott. Mach nichts. Er rennt hier immer im Kreis. Ich überhaupt wüsste, wo ich hin muss. Eine Kiste, die mich interessieren würde. Ah, das ist aber auch. Lassen den mal noch rumlaufen. Rein gar nichts. Was sind du für Probleme? Ist aber scheiße, dass der mich ja. Der mich ja auch von dort. Ich verpiss mich einfach mal hier hinter. Komm hier nicht durch, scheiße. Oh, geht's, die Zeit reicht, wenn ich den dort das Klimpern mache. Zwille, oder? Was habe ich denn da gesehen? Oh, verpisst euch. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken fort. Und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Die Frage ist wahrscheinlich, ich muss wahrscheinlich jetzt ein Schnalzen, oder? Nicht bewegen. Das hat's gar nicht gebracht, das ist scheiße. Komm, wir hauen ab! Eindringlinge, seid wachsam! Oh nein! Nein, 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 nein! Wir können uns hinter der einen Rücken erstmal frei bewegen. Ist, wenn wir uns vielleicht hierhin begeben. Das Problem ist, wenn wir den Kunden tothauen, merkt der das. Ich weiß halt nicht, wie es ist. Wenn wir jetzt den umhauen. Was zum Teufel soll das? Teufel ist passiert? Mörder! Damit kommt ihr nicht durch! Na, wen haben wir denn da? Kann ich den jetzt noch umhauen? Amnesia! Könnte man! Ich hab's aber nicht geschafft. Okay, dann machen wir das einfach nochmal.
Wir machen es jetzt mal von hier ab. Wir holen uns erstmal die Steine. Könnte auch hier was drauf schießen. Ob das Boni bringt, wenn wir keinen Tod hauen. Kommen wir so weit? Ja. Ich bin nicht verrückt. Ich habe was gehört. Ja, ist mir eigentlich voll Schwurst, jetzt ob ich ihn umhaue oder nicht. Gibt sogar was dafür. Die haben es nicht geschnallt. Rufen Sie uns endlich zurück ins Lager. Scheiße, es wird langsam dunkel. Was ist denn mit dir passiert? Müssen doch bald mal bei Laurentio sein, sag mal. Ist noch jemand? Nö. Gut. Muss ich das aufschießen? Nee. Das war 0, nix. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Ich werde dir helfen. Ja. Zug, was ist da los? Gut. Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Oh, jetzt muss ich noch schleppen. Da geht Rennen bestimmt nicht mehr, ne? Hm. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren, wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Ja. Es läuft mir in die Schuhe. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Das sind Tiere hier? Alter. Das ist für ein Freak. Ah, oh, hier sind Tiere und hier sind auch welche. Beruhige dich. Oh. Es ist alles gut. Sie können... Oh nein! Wenn es Nacht wird, kommen sie raus. Alles ist gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Amelia, Amelia! Wir waren doch schon fast im Licht. Können wir eine Fackel mitnehmen? Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Nee. Komm schnell. Ah, oh, hier sind Tiere und hier sind auch welche. Die Fackel ist doch rüber. Schnell.
Jetzt, warte. Alkohol. Sollen wir wirklich rennen? Was wollen die? Oh nein! Wenn es Nacht wird, kommen sie raus! Alles ist gut, solange wir ihnen nicht zu nahe kommen. Komm nie mit. Ah! Hier! Wir brauchen Feuer! Wir müssen hier raus! Kletter hoch, ich helfe dir! Ja! Das war knapp! Schon wieder dieser Schlamm! Da kommen wir nie durch! Also wir haben eine Fackel. Wäre halt keine Option, die mal in der Hand zu nehmen hier. Dort geht's nicht lang. Das geht auch nie lang. Da geht's auch nie lang. Hä? Hä? Bloß wir schaffen es dann nicht hier durch. Die Barrikade sieht aus, als würde sie bald zusammenbrechen. Barrikade? Ach so, hier. Okay. Ach, mein Gott. Uah. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. An dem Laurentius werde ich ja erstmal was erzählen. So eine Scheiße hier, zu dem zu kommen. Wir können das gerne anzünden, aber wir müssen erstmal wieder dann wissen, wo wir hin müssen. Ja, wir zünden es erstmal an. Gehen wir. Ja. Wie gehen wir? Wohin denn? Hier ist erstmal die Truhe. Ah. Wahrscheinlich mit der Fackel hier rüber. Los, nochmal. Dort wahrscheinlich. Ah, ich hab's verstanden. Na du, hä? Dann müssen wir den Stock mitnehmen und hier vorne erst anzünden, wahrscheinlich. Ah. Wahrscheinlich schlauer. Mit dir, Jo.
Ah, schlau im Leben. Das hinter müssen wir jetzt. Mit dem Ding vorn. Hilf mir beim Schieben. Oh, das lässt sich wieder so beschissen lenken. Komm schon, fast geschafft. Amicia, warum haben Sie die Schweine getötet? Alter, die Schweine, Wahnsinn. Um die Ratten hier zu halten. Der ist ein Massaker so von Schweinen. Ich nicht reden. Ekelhaft. Schieben. Geschafft. Wir haben es geschafft. Hallo, Laurentius. Sch, Hugo. Aber... Was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Hey, wir tun erstmal dem Klauen. Lea. Das Pferd. Die Ratten müssen hier gewesen sein. Armes Pferd. Geh mal erstmal hoch. Kletter hoch. Na gut. Komm, gebt mir noch was Schönes. Gar nichts. Folge mir. Natürlich. Folge mir. Kennen wir auch irgendwoher aus einem schönen Spiel. Okay. Folge mir. Warte. So, das war wohl nix hier. Dir noch. Tut mir leid wegen deiner Freunde. Oh, Riesenklöten hat das Vieh. Riesenklöten. Da ist was. Amicia, eine Blume. Hugo, das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du. Bitte. Na schön, geh schon. Das ist eine Akelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. Eine Akelei? Nie gehört.
Ihr Name geht auf das lateinische Wort für Adler, Aquila, zurück, den sie aufgrund der klauenartigen Form ihrer Blütenblätter erhielt. Sie ist ein Zeichen für Trauer und Aufgewühltheit und sogar für Wahnsinn. Die Blüte selbst ist süß und essbar. Ihre Wurzeln und ihr Stängel sind allerdings hochgiftig. Werden diese verschluckt, können Entzündungen, die gesamte Verdauungssystem sowie gefährliche Herzrasen ausgelöst werden. Ja. Wieder was gelernt. Akelei. Ach ja. Ich schätze mal es zu. Ja, deswegen... Verschlossen. Plan B. Hugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Das ging aber fix. Gut. Hier ist erstmal eine Werkbank. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Und wir können nichts machen. Das haben wir... Da ist jemand. Wir brauchen Werkzeug, sehen deswegen... Wir mal nach. Werkzeug ist doch meistens auch an einer Werkbank. Schinken. Erstmal alles durch hier. Jetzt geht's dann rein. Ich schätze mal, da wird der Knallkorb liegen, irgendwas. Den wird es garantiert nicht gut gehen. Deswegen gehen wir erstmal hier hinten gucken. Da wird es doch irgendwas für uns zum Mitnehmen geben. Gar nichts. Absolut gar nichts. Naja, gut. Hier geht's rein. Hier geht's rein. Doch bevor wir reingehen, machen wir hier erstmal kurz einen Cut.